Tagebücher. Morgen 23.20 Uhr. Er erzählt, dass Wort zum Sonntag wegen technischer Mängel unterbrochen werden musste. Wir beginnen jetzt noch einmal mit dem Wort zum Sonntag, gesprochen von Kapuzinerpater Erich Purk aus Münster. Liebe Zuschauer, sollte wieder erwarten eine Bildstörung auftreten, senden wir diesen Beitrag nur im Ton. Verehrte Zuschauer, in Polen lebt heute der 70-jährige Rentner Franz Gajowniczek. Für ihn ist 1941 im Konzentrationslager Auschwitz der Franziskanerpater Maximilian Kolbe gestorben. Gajowniczek beschreibt seine Rettung so: Nach der Flucht eines Häftlings wurde sofort im ganzen Lager Alarm gegeben. Am Abend kam der Lagerkommandant von Auschwitz, Oberst Fritsch, zum Appellplatz. Da der Gefangene, der geflohen ist, nicht gefunden wurde, werden jetzt 10 von euch sterben. Er schritt an uns vorbei. Hin und wieder nannte er Nummern von Häftlingen. Als er vor mir stehen blieb, sagte er nur 5659, meine Nummer. Einige Sekunden vergingen. Alles schien zu Ende. Da trat plötzlich Pater Kolbe aus der Reihe. Was will dieses Polenschwein? Schrie Oberst Fritsch. Ich bin Priester, antwortete Pater Kolbe. Ich möchte seinen Platz einnehmen, und er zeigte auf mich. Er hat Frau und 5 Kinder. Erst zögerte der Lagerkommandant, dann schrie er, akzeptiert. Ich wurde in die Reihen zurückgescheucht, ohne auch nur Zeit zu finden für ein einziges Wort an Pater Maximilian. Ich möchte aufrichtig sein. Lange Zeit habe ich beim Gedanken an Kolbe Gewissensbisse gehabt. Als ich die Rettung annahm, besiegelte ich seinen Tod. Die 10 Häftlinge kamen in den Todesbunker. So oft Gefangene dort verhungerten, hörte man ihr Schreien tagelang im Lager. Diesmal hörte man sie Rosenkranz beten. Der letzte, der noch lebte, war Kolbe. Eine Spritze Carbolsäure beendete sein Leben. Verehrte Zuschauer, Gajowniczek, der Gerettete, bekam immer wieder Gewissensbisse, wenn er an Pater Kolbe dachte. Darf man ein solches Opfer überhaupt annehmen? Es ist gar nicht so selten, dass einer für den anderen sein Leben wagt. Auch Jesus gab sein Leben für mich, für uns. Um uns zu retten, starb er am Kreuz. Was empfinde ich bei diesen Worten? Ich habe sie so häufig gehört, dass sie mir fast zur Selbstverständlichkeit wurden. Je länger ich aber darüber nachdenke, hoffe ich, dass jemand für mich da ist, dass einer ganz für mich eintritt, dass einer im Notfall alles riskiert. Einer für den anderen, das gibt es ja. Mir fällt die Mutter ein, die mir sagte, als ihr Kleinkind operiert werden musste, wenn ich nur könnte, ich würde mich sofort anstelle meines Kindes operieren lassen. Einer für den anderen, das gibt es täglich. Wenn einer Überstunden macht, um seinen Kollegen zu entlasten. Wenn einer den Fehler eines anderen auf sich nimmt und schweigt. Dass einer für den anderen eintritt, kann ich nicht fordern, das bekomme ich geschenkt. Maximilian Kolbe verschenkte sein Leben und wurde zum Zeichen der Liebe. Weil es Zeichen der Liebe gibt, können wir leben. Meine Damen und Herren, Glenn Ford und Arthur Kennedy sind die Hauptdarsteller des amerikanischen Westerns Totem, den wir Ihnen jetzt zeigen. Der Spielfilm von Jell Thorpe schildert die abenteuerliche Suche eines Ranchers nach seiner Familie, die von Indianern entführt worden ist. Musik.
Zu letzten Meldungen der Tagesschau schalten wir um nach Hamburg. Zum Programmschluss die Tagesschau. Guten Abend. Fast 4 Millionen Hessen wählen heute einen neuen Landtag. Hessen wird seit 1970 von einer sozialliberalen Koalition regiert. Um die 110 Mandate im Landtag, die je zur Hälfte direkt in den 55 Wahlkreisen und über Parteilandeslisten vergeben werden, bewerben sich neben den 3 Landtagsparteien CDU, SPD und FDP 2 grüne Listen und 5 kleine Parteien. Von den Wahlberechtigten sind knapp 54% Frauen und 7,6% Jungwähler. Die Wahlentscheidung in Hessen wird über die Landespolitik hinaus mit großer Spannung erwartet. Bei einem Sieg der CDU und der Übernahme der Regierung durch die Union würden die Christdemokraten im Bundesrat eine Zweidrittelmehrheit haben. Nach den Wahlniederlagen von Niedersachsen und Hamburg gilt das Ergebnis für die FDP als parlamentarische Überlebensfrage in den Bundesländern. Bemühungen um ein breiteres Parteienspektrum in der Bundesrepublik hat der stellvertretende SPD-Vorsitzende Bundeskanzler Schmidt eine klare Absage erteilt. Die Gründung neuer Parteien bringe die politische Landschaft in eine gefährliche Situation, sagte Schmidt am Abend auf einer Wahlveranstaltung in München. Eine 4. oder 5. Partei werde hierzulande nicht gebraucht. Vielmehr sollten die bestehenden Parteien gestärkt werden. In der Frage des radikalen Erlasses müsse endlich das rechte Maß gefunden werden. Auch er wolle keine Kommunisten bei der Polizei, aber er wehre sich dagegen, jedem jungen Menschen nachzuspionieren, der mal in den falschen Sprechchören gebrüllt habe. Zum ersten Mal seit einer Woche war es im Libanon wieder ruhig, nachdem der zwischen dem libanesischen Staatspräsidenten Sarkis und seinem syrischen Amtskollegen Assad ausgehandelte Waffenstillstand gestern Abend um 7 in Kraft trat. Sowohl der staatliche Beiruter Sender wie die Radiostation der Phalangisten bestätigten heute Abend, dass die Waffen schweigen. Der rhodesische Ministerpräsident Smith und das Mitglied des Exekutivrates seiner gemischtrassigen Regierung, Sithole, sind gestern zu einem einwöchigen Besuch in den USA eingetroffen. Die beiden Politiker folgen einer Einladung von amerikanischen konservativen Senatoren. Obwohl Smith am Montag mit dem amerikanischen Außenminister Vance zusammentrifft, wird der Besuch der Rhodesier von Regierungsseite mit großer Zurückhaltung behandelt. Smiths Wunsch, am Ehrenmal des unbekannten Soldaten in Arlington einen Kranz niederzulegen, wurde vom Verteidigungsministerium abgelehnt. Man wolle, so hieß es in Washington, dem Besuch keinen offiziellen Charakter geben. Im mittelamerikanischen Staat Nicaragua ist die internationale Vermittlergruppe eingetroffen, die versuchen will, den Konflikt zwischen dem Regime von Präsident Somoza und oppositionellen Kräften beizulegen. Der Gruppe gehören Diplomaten aus den Vereinigten Staaten, Guatemala und der Dominikanischen Republik an. Der im vergangenen Monat von der Nationalgarde des Landes niedergeschlagene Volksaufstand gegen das Regime Somoza hat etwa 1500 Todesopfer gefordert. Die Lottozahlen 6, 20, 26, 38, 46, 49. Zusatzzahl ist 19. Diese Angaben sind ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für Sonntag, den 8. Oktober. Morgens gebietsweise Nebel, nach dessen Auflösung meist heiter. Im Norden und Osten auch wolkig, aber niederschlagsfrei. Tiefsttemperaturen im Norden um 9 und Tageshöchsttemperaturen 15 bis 19 Grad. Im Süden Tiefstwerte 2 bis 6 Grad, Höchstwerte 17 bis 21 Grad. Überwiegend schwachwindig. Das waren die letzten Meldungen. Damit ist das Programm des Deutschen Fernsehens beendet. Es ist jetzt 0 Uhr und 53 Minuten. Hinweise auf die Sendungen von Sonntag, dem 8. Oktober, geben wir Ihnen auf den folgenden Schrifttafeln. Ich darf mich verabschieden und wünsche Ihnen allen eine gute Nacht.